meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, ob wir noch merken, wie eingemauert wir sind, ob wir das noch wahrnehmen, das Ghetto, in dem wir leben. Dabei sind wir nicht nur Opfer in diesem Eingemauertsein, wenn wir uns das einmal kurz vorstellen. Der Raum, in dem wir eingemauert sind. Wir bauen auch fleißig daran mit und wir haben es innerhalb dieser Mauern, wir haben es uns ganz nett gemacht. Es gibt nur einen Nachteil darin. Das Ganze hat keine Perspektive, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt nämlich keinen Ausblick. Was meine ich damit? Heute Morgen, die manchmal schon an dieser Stelle zitierte große Sonntagszeitung, hat auf der Titelseite ein Weihnachtsbild. Die Madonna mit dem Kind und im Hintergrund ziehen die heiligen drei Könige heran mit der Frage, was schenken wir? Ja, wir sind eingemauert, liebe Schwestern und Brüder, im Weihnachtsgeschäft. Vollkommen perspektivlos. Im Ghetto des Marktes. Gestern der Saarländische Rundfunk berichtet von der größten Weihnachtsgrippe im Saarland. Schön, können wir sagen. Gott sei Dank, ein Sender, der noch irgendwie Christentum erwähnt oder Kirche, irgendwie, zumindest im Hintergrund, positive Konnotation. Wir sinken schon vor Dankbarkeit auf die Knie. Natürlich hat das auch etwas Gutes. Aber ist mit Weihnachten der Advent schon erledigt? Ich lese in der vergangenen Woche die Synodentexte, die Vorschläge der Kommissionen. Eine Kommission Zukunft der Pfarrei. Da können wir hier sagen, jetzt haben wir ein Kloster am Rande der Stadt, das geht uns ja gar nichts an. Sagen wir mal, wir beobachten das einmal rechts und links. Und es ist natürlich immer leicht, über solche Texte, hinter denen sehr viel Arbeit, Mühe steckt, auch eine Not auf die Fragen der Zeit zu antworten, das Ganze zu organisieren, sich darüber zu mokieren. Das will ich gerne vorweg sagen, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht. Und es wird auch zumindest noch an einem Rand bemerkt, dass Pfarrei vom Entstehungswort Paroikia etwas mit Fremdsein zu tun hat. Pfarreien sind also das Fremde in dieser Welt. Und sie wollen das Fremdsein wachhalten. Aber diese Texte sind so in sich verschlossen, sind auch ein Ghetto, auch wenn sie über die Zukunft handeln. Aber was ist die Perspektive, die Zukunft der Kirche, des Christentums? Weshalb gibt es uns? Weil eben der Advent mit Weihnachten nicht erledigt ist, deshalb gibt es uns. Weil es notwendig ist, in dieses Ghetto, in das wir uns einschließen lassen, dass es zumindest Ritzen in der Mauer gibt, vielleicht manchmal sogar Luken oder Tore gebrochen werden müssen für die Perspektive, die das Christentum in diese Welt einträgt. Und diese Perspektive heißt Jesus Christus. Das ist die Perspektive, die Zukunft der auf uns Zukommende. Das ist derjenige, wohin wir unterwegs sind, jeden Tag neu. Advent ist mit Weihnachten nicht erledigt, liebe Schwestern und Brüder. Advent ist immer, bis er wiederkommt. So lange ist Advent. Und so lange braucht es die Kirche sozusagen und braucht es die Christen als Agenten der Zeit, als Agenten dieser Perspektive, diese Perspektive wachzuhalten, diese Mauern aufzubrechen. Es lässt sich nicht alles herunterdeklinieren nach Gesetzen des Marktes, auch wenn diese Kraft so mächtig ist, bis sie den letzten Winkel dieser Erde erreicht hat. Unsere Aufgabe ist es, das Alphabet dieser Perspektive zu buchstabieren. Jesus Christus ist ein kurzes Alphabet, aber ein bedeutendes. Wie? Wie machen wir das? Jesus sagt es ganz klar im Evangelium und Paulus ruft es denen in Thessaloniki in Erinnerung. Ihr habt es gelernt. Wir geben es weiter, was wir uns abgeguckt haben, was uns Christus selber gesagt hat. Zwei Dinge. Wachen und beten. Deshalb ist es so wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass es Klöster gibt,
Und zwar Klöster, die diesen Namen verdienen. Klöster sind keine Wohlfühloasen, auch wenn sie jetzt damit werben in allen möglichen Zeitungen. Je gemütlicher ein Kloster ist, desto überflüssiger ist es. Warum gibt es als Kennzeichen der Klöster eine gewisse Ungemütlichkeit, eine gewisse Aufbruchssituation, eine Durchkreuzung dessen, was zur Lebensgewohnheit geworden ist? Im Fasten, in den Ess- oder man muss angesichts der kommenden Wochen schon fast Fressgewohnheiten sagen. In der Enthaltsamkeit, ja, in sexueller Enthaltsamkeit. In dem Durchbrechen der normalen Schlafgewohnheiten, in Wachsamkeit. Warum stehen die morgens sehr früh auf? Um diese Perspektive wieder zu gewinnen. Das ist keine Selbstquälerei oder kein religiöser Leistungssport, damit sie am Schluss in den obersten Himmel kommen. Es ist ein Ausrufezeichen gesetzt. Das ist die Perspektive des Christlichen. Er kommt auf uns zu. Oder wie es in diesem schönen Text von Silja Walter, der ja auch unserem Kloster den Namen gegeben hat, heißt: Es muss einer wachen, wenn du kommst. Einer muss doch da sein und singen, wenn du kommst. Und das ist nicht merkwürdig, wenn wir unser Gotteslob durchblättern mit vielen schönen neuen Liedern darin, dass eine Spalte ganz weggefallen ist. Ob man die zwei, drei Lieder, die da drin standen, schön findet, ist ja mal egal. Aber die Spalte ist weg, die Abteilung ist weg. Wiederkunft gibt es nicht mehr. Das heißt, erst Vollendung und himmlische Stadt, ist alles immer ganz schön, immer ganz glorreich. Aber es Wiederkunft Christi. Das ist der Sinn des Advent. Das ist die Signatur des Christlichen, die wir in unserer Zeit zu tragen haben und die mit Weihnachten nicht erledigt ist. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir davon etwas mitnehmen, heute am ersten Advent, diese Handschrift, dieses Alphabet des Christlichen, Jesus Christus, er ist der Kommende, auf ihn gehen wir zu. Und so sehr es richtig ist, dass wir diese fast vergessene Rede vom Gericht wieder eintragen, aber es geht nicht ums Gericht am Ende. Das glaubt der Islam auch. Wir glauben und wir wissen, wer der Richter ist. Wir kennen sein Gesicht. Wir wissen, wie er heißt. Wir können ihn anrufen. Wir haben erst letzte Woche darüber nachgedacht. Jesus, Pie, guter Jesus, erbarme dich. Wir wissen, wie er sich verhält. Wir wissen, wie er mit Menschen umgeht. Wir wissen, wie groß sein Erbarmen ist, auch uns gegenüber, trotz unserer Schwäche. All das ist das Alphabet, das wir durchbuchstabieren müssen, das in dieser kurzen Zusammenfassung, in der Anrufung dieses Namens Jesus Christus verbunden ist. Das ist die Perspektive des Christlichen, die Perspektive des Advent. Wacht und betet. So sehr wir in diesem Ghetto sind und natürlich uns auch nicht aussuchen können, einfach herauszugehen, aber die Luke zu haben, für eine Ritze zu sorgen, dass dieses in sich Verschlossene unserer Gesellschaft, der Menschheit insgesamt, eine Perspektive gewinnt durch Jesus Christus, einen guten Weg findet, das ist der Advent, den wir begehen sollen und der mit Weihnachten nicht erledigt ist, sondern sich erst erfüllt, wenn er wirklich kommt. Dann erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe.